ESG, Environmental Social Governance, zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, wird als weiter Begriff für CSR, Corporate Social Responsibility, verwendet. Hierbei handelt es sich um die Evaluierung der unternehmerischen Sozialverantwortung. In anderen Worten, der freiwillige Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, der über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Umweltfreundliche Geldanlage, gibt's das überhaupt? Nun gut, jetzt müssen also alle Unternehmen offenlegen, wie nachhaltig sie sind. Und das wird dann von Ratingagenturen analysiert. Gut, dass man diese Zertifikate tauschen und kaufen kann, so wie Pokémon-Karten. Vor ein paar Tagen habe ich mir auch ganz bewusst einen klimafreundlichen Bleistift gekauft. Der war dann auch Climate Pledge Friendly. Da hatte ich dann auch wirklich ein gutes Gefühl. Moment mal, sollte man bei Investitionen die Emotionen nicht außen vor lassen? Ich hoffe nur, ich befinde mich nicht schon in meiner eigenen Green Bubble. Willst du weiter Finanzesisch lernen? Like and follow!